Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Videospieler mit einem weiteren Video von Deponia Doomsday. Heute habe ich einen Bonbon im Mund, weil ich immer noch erkältet bin und ich nicht ständig euch was vorhusten will. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und wir versuchen jetzt den Elefanten eine Falle zu stellen. Schauen wir mal. Da ist das Seil. Hochschmeißen kann. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Ein Umgelenk-Dings fehlt. Keine Ahnung, wo ich ein Umgelenk-Dings herkriege. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Und? Mach dir mal. Die Falle ist ja. Achso, ich muss den Gashebel dafür verwenden. Auf nach. Nee. Hä? Was ist denn jetzt? Außerdem wollte ich. Bisher bringt das Bonbon noch nicht arg viel. Vielleicht kann ich hier im Porzellanshop irgendwas finden. Das Elefantenversteck ist ein Porz. Was für ein Zopf. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Clubgrill, ja. Und toll, so ein Gift. Stellst du schon noch ein bisschen blöd an, oder? Also, Knickerfolge. So, jetzt. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. So, Knickerfolge bleibt wohl da. Diese Schilder sind so nicht. Die brennen ja nicht mal. Nicht mal die, auf denen. Diese Schild, die brennt nicht mal. Wozu die Mühe? Ich nehme doch schon. Jetzt. Soll ich nochmal. Halt! Stopp! Was war denn das? Das wollte ich doch gar nicht. Ja, Kurbel nochmal runter. Jetzt hat die Klobrille schon. Diese Schilder sind so. Die brennen ja nicht. Nicht mal die. Wozu die. Ich nehme doch schon. Ich will eine Elefant. Keinen Falsch. Dann halt wieder hochkurbeln. Bei einer Springf. Aber dafür fehlt wie die Profi. Es gibt viele mit diese hier. Ich brauche nicht. Ich nehme doch schon. Stimmt. Das letzte, was ich an mein. Es gibt für diese hier. Nichts anfangen. Und vielleicht war das. Wozu die. Ich nehme doch schon Toni mit. Also, wieder runterkurbeln. Damit. Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Würde ich doch mal sagen. So. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Ich will eine Elf. Keinen Fall. Ich habe die Last. Also, runter. Hochkurbeln. Thank you.
Ein guter Wurf. Aber noch ist die... Wenn das halten soll, muss ich es schon irgendwo festklemmen. In der Luke? Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. So, jetzt kann ich. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärts... So, gut. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen. Und wie? Also. Die Falle ist gestellt. Also kann ich jetzt Toni holen, oder wie? Er kommt! Alle alles wird doch schon vorne. Möge Tetanus. Ich brauche halt das ganze Zeug nicht mehr. Terufus! Ah, Ruhe da. Rubbislatter! Die ignoriere ich jetzt auch. Ich denke, das passt so. So, komm. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kopf, keine Zweifel? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir. Ich kann's kaum erwarten. Sie kann's kaum erwarten, hier wegzukommen. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du dich verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Also, Toni steht nicht hier. Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Ein Elefant. Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer. Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Aua! Tatsächlich. Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Es ist meine Mutter. Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. So, du hast genau einen Satz. Das war eine Verwechslung. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz. Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Das macht jetzt Zack, Mutter. Kaputt, weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Ich kann dir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar.
Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff. Okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Knopf für die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Ach komm schon, Toni, wollen wir uns nicht wieder vertragen? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, die nicht kaputt zu machen? Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Okay. Es tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oh oh. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car. Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir, bei Licht gesehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh... Genau. Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Ich hoffe, Bernhard ist gut.
Was geht nur gerade in ihm vor? Ich hoffe, nicht die innere Uhr. Oh Mann. Kann ich noch doch nur mit ihm sprechen? Jetzt bin ich der Tod geworden. Zerstörer der Welten. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. So, kann ich jetzt die... Ah, nicht ohne Knickerfolie. Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazulernen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas. Jo. Ich habe immer noch... Ach, Feuer hat's da draußen. Ich muss nur irgendwas zum Anzünden finden. Was muss ich was? Hey Rufus! Ja, lass mich in Ruhe. Hör bis Latte. Hey Lott! Was heißt der? Na dann. Ich meine. So, was muss ich jetzt machen? Irgendwas, was brennt. Flaschenwürste vielleicht. Und bevor ich das alles nochmal mache. Ich hoffe, Bernhard ist gut versichert. Das Trümmerteil vielleicht einfach nehmen. Oh ja. Stecke ich mir einfach so in die Tasche. Das ist super. Ah. Und auf geht's. Elysium, ich komme. Tada. Springen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Meine Fresse. So, und jetzt... Endgegner. Jetzt wird's knifflig. Endgegner. Und nun Ankerlichten. Mach's gut, du Furie. Oh, mir brennt schon mein ganzes. Ich sagte, Lauf! Ich kann dich nicht hören. Der Ballon brennt, du Flachpfeife. Der Ballon brennt. Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelmännern! Oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Mach mal lieber, dass ich mehr komme. So, wo geht's hin? Ja. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fruchtnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschießstoff. Hallo, ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es
es schon immer gewesen. Hab mich für verrückt gehalten, aber ich war nicht verrückt. Ich werde triumphierend grinsen, wenn ich sie nächstes Mal beim Schlafen beobachte. Wie wär's mit, wie es schon immer gewesen sein worden wäre? Nein. Das klingt falsch. Wieso ach, was? Falsch? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Wie es schon immer gewesen sein wird. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein. Das ist, wir brauchen hier mindestens Futur. Sowas wie es schon immer gewesen sein wäre. Ich glaube, wie es schon immer gewesen wäre, ist korrekt. Puh, Nex. Es muss viel konjunktiver sein. Genau. Immerhin wird es ja nicht mehr so gewesen sein, wie es geworden gewesen wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant. Ich meine, der Zeitreisende. Er ist wieder hier. Ah, ist er schon wieder los? Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tod geöffnet. Da vorne ist er! Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, erstaunt, Professor Ziegenbart. Was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist Praxis. Schau zu und lern. Da ist der innere Knopf. Das ist doch Elysium. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Also, dann drücken wir einfach auf Bestätigen. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Es sieht nicht aus wie Elysium. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht in labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, Blindfisch. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.